Ni hao und herzlich willkommen in Shanghai. Wir haben das große Glück, einige Wochen hier unterwegs zu sein und wir sind schon in die Kultur und in die coolen Vibes von Shanghai eingetaucht. Genau, und es ist echt sehr viel los hier, weil man muss sagen, es sehen hier doch zweimal so viele Menschen wie in ganz Österreich. Das ist richtig und zwei von ihnen haben sich als Eyebrows-Fans geoutet. Cool. Und sie haben schon vor einem Jahr unsere CD gekauft, aber jetzt haben wir sie endlich getroffen und sie haben uns angeboten, eine City-Tour zu machen und sie haben uns echt hübsche Plätze in Shanghai gezeigt. Shanghai ist eine echt große und hippe Stadt. Alles Roger hier, vom lästigen Smog einmal abgesehen. Ineas und ich sind früh unterwegs, um die beiden Mädels zu treffen, die uns in der Stadt herumführen wollen. So, schnell noch ein kleines Stadtfrühstück gefällig und da sind sie schon, EJ und Maris. Zu unserer ersten Station fahren wir mit der U-Bahn. Ganz schön voll Wahnsinn. Hier herrscht ziemliches Gedränge, besonders in der Früh. Schön drauf anstellen, dann funktioniert alles gleich viel besser. Oh mein Gott, das sind Massen. Nach 20 Minuten Gedränge in der U-Bahn ist man jetzt hier in diesem wunderschönen Park und kann Tai Chi beobachten. Das ist echt cool. Und noch lernen. Tai Chi ist eigentlich eine alte chinesische Kampfkunst. Man nennt sie auch Schattenboxen. Die Bewegungsform ist aber derart populär, dass sie in den Morgenstunden in China in allen Parks praktiziert wird. Die Chinesen nehmen das sehr ernst. Voll arg. Die sagen, dass sie auch bei Regen kommen und das machen. Mhm. Wir machen uns mal fit. Wer weiß, was noch passiert. So, jetzt sind wir aufgewärmt. Jetzt geht's los. Ineas und ich werden einem Tai-Chi-Meister vorgestellt, der uns unterrichten soll. Er willigt ein. So, jetzt lernen wir ein bisschen Tai Chi. Das Problem an der ganzen Situation, wir verstehen kein Wort von dem, was er uns erklärt. What is he saying? He's explaining the moves, like you need to do like this and move your body with your waist. Okay. Wenig später reden da schon fünf verschiedene Chinesen auf uns ein. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass sie ungeduldig sind, weil wir nicht verstehen, was sie uns erklären. Die blöde Hintergrundmusik hilft der Situation jetzt auch nicht. Sehr schwer. Aber ein paar Minuten später schaut das Ganze schon wieder anders aus. Und wir machen unsere erste gemeinsame Tai Chi Choreo. Na, was sagt ihr? Als Dankeschön möchte Ineas dem Tai Chi Meister etwas aus Europa beibringen. Und jetzt bringe ich ihm eine Pirouette bei. Ja, da muss ich Ihnen erstmal noch ein bisschen mithelfen und den Tai-Chi-Meister korrigieren. Als nächstes gibt's typisch chinesische Grausigkeiten in einer Eyebrows-Challenge. Dieses Mal servieren Ineas und ich uns gegenseitig wieder mal ekelhafte Sachen zum Essen. So, ich bin jetzt hier in einem chinesischen Supermarkt und Ineas sucht sicher was ganz Grausiges für mich raus. Und ich möchte mir um nichts nachstehen und suche jetzt auch was Grausiges. Ich mache mich einfach mal auf die Suche. Das Besondere an diesem Supermarkt ist, dass er sich offenbar auf getrocknete Fische und Meeresfrüchte spezialisiert hat. Aber mal ehrlich, auch das Gemüse, das es hier gibt, schaut widerlich aus. Zurück zum Fisch. Ah, getrockneter Hecht. Und keine Ahnung, was das hier ist. Ah, und das sind Seegurken. Bäh. In diesem Supermarkt gibt es sogar getrocknete Enten. Boah, was ist das? Ah, das sind solche kleinen Mini-Krabben. Das nehme ich, das isst ja nie. Ich denke, das ist eine gute Wahl. Die Dame nach mir kauft die Dinger schließlich auch. Da muss es ja gut sein. Zum Drüberstreuen kriegt Ineas noch einen Zucker mit Steak-Geschmack von mir. 10 ist, was Essen betrifft, sehr heikel. Für mich heißt das, dass ich diese Art von Challenges meistens gewinne. Ich finde ein Geschäft,
das tatsächlich Hühnerfüße und Entenköpfe als Delikatesse verkauft. Das ist es. Ich habe also alles gefunden, was ich brauche. Ich nehme einen Hühnerfuß und einen Entenkopf. Das schaut echt nicht gut aus. Bin gespannt, ob es der Timmy isst, aber er muss es essen, weil sonst bin ich. Weiß nicht, ob er was Grausiges hat als ich. Mal sehen, was Timmy sagt. Das schmeckt gar nicht gut, Mann. So, das war's von uns für dieses Mal aus Shanghai. Bis zum nächsten Mal. Ciao.